Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs-Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche habe ich mal ein neues Rezept ausprobiert und daher auch andere Sachen als sonst üblich eingekauft. Trotzdem war der Einkauf natürlich wie immer günstig. Da ich diese Woche noch nicht eingekauft habe, gibt es das, was ich da habe. Und da dachte ich, ich verbrauche mal die kleinen Kartoffeln, die in dem Kartoffelsack drin waren. Etwas Gemüse dazu und selbst angerührte Kräuterquark. Wenn ich abends keinen Salat habe, gibt es bei mir Kartoffeln mit Gemüse. Am Mittwoch war ich kurz bei Edeka, hauptsächlich weil ich Salat haben wollte für meinen abendlichen gemischten Salat. Ich hatte ja jetzt keinen mehr, hatte immer keine Lust einzukaufen, aber heute dachte ich jetzt, musste aber mal. Ja, ich habe den Kopfsalat hier geholt, nicht im Angebot, für 1,49. Dazu auch noch die Gurke, die war allerdings im Angebot für 49 Cent. Und ja, Hirtenkäse mache ich auch immer in meinen Salat rein. Der kostet ganz regulär 1,79. Und dann habe ich für meine zukünftigen Mittagessen einmal die Möhren im Angebot für 1,49. Das ist jetzt eine Kiloschale, die ist dann natürlich so vom Kilopreis her teurer. Bei Penny gibt es diese Woche 2 Kilo für 1,69. Aber da es jetzt auch wärmer wird, kann ich meine Sachen nicht mehr auf dem Balkon lagern. Das ist ja im Winter immer mein großer Kühlschrank sozusagen. Und deshalb sind 2 Kilo einfach zu viel. Die kriege ich nicht alle, bevor sie schlecht werden. Also muss ich dann eben den größeren Kilopreis in Kauf nehmen. Und Erbsen, die waren auch nicht im Angebot. Die kosten 2,19 €. Und dann habe ich einmal noch Kichererbsen in der Dose gekauft für 59 Cent und Sojasauce für 99 Cent. Ja, da habe ich vor, mal wieder was Neues auszuprobieren. Seid gespannt. Bezahlt habe ich 9,13 €. Aber was mir zu der Sojasauce noch einfällt, es gab keine In-Eigenmarke. Es gibt von Rewe Beste Wahl eine In-Eigenmarke. Da hatte ich mir den Preis notiert. Und dann habe ich bei Edeka geguckt, welche ist am günstigsten. Und dazu muss man immer auf den Kilopreis schauen, weil die Flaschen alle unterschiedlich groß sind. Manche sind 100 Milliliter, manche 150 Milliliter, manche 250 Milliliter. Und da habe ich jetzt gesehen, dass diese Sojasauce, die ich hier gekauft habe, im Kilopreis günstiger ist als die Rewe Beste Wahl und deshalb habe ich die von Edeka mitgenommen. Jetzt gibt es endlich wieder Salat, nachdem ich mich mal bequemt habe einzukaufen und ich freue mich drauf, ich esse so gerne Salat. Am Donnerstag war ich von unterwegs aus kurz einkaufen, nämlich direkt vor dem Mittagessen zwischen zwei Terminen. Und da habe ich ein paar Angebote geholt. Und zwar gab es mit der Kaufland-App 20% Rabatt auf die Nudeln Eigenmarke. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, was eine einzelne Packung gekostet hat. Aber ich habe 5 Packungen Macaroni geholt. Ich bin so froh, dass es bei Kaufland jetzt Macaroni in Eigenmarke gibt. Ich hatte die sonst immer hier von dieser Barilla, genau, weil es immer von Eigenmarke keine Macaroni gibt und ich so gerne diese Macaroni habe mit diesem mit dem Loch drin und so, das finde ich lustig. Ja, und jetzt gibt es die halt in der Eigenmarke und da bin ich froh drüber. Und auf 5 Packungen habe ich jetzt 80 Cent Rabatt bekommen und 2 Packungen Spaghetti habe ich noch mitgenommen, da habe ich 31 Cent Rabatt bekommen. Und dann im Angebot einmal Radieschen und einmal Lauchzwiebeln zu jeweils 49 Cent. Dann habe ich mir noch einen kleinen Nachtisch mitgenommen, hier diesen leckeren Almigurt. Ich nehme immer den mit weniger Zucker, der schmeckt mir auch sehr gut. 33 Cent. Und da ich heute keine Zeit zum Kochen habe, habe ich beschlossen, diese Woche ist nicht Samstag der Pizzatag, sondern Donnerstag und habe mir eine Wagner-Pizza im Angebot geholt für 1,69 €. Die Mozzarella, die ich am liebsten esse, war leider schon ausverkauft. Am Vormittag schon ausverkauft, ne? Aber was soll man machen? Und Salami wollte ich nicht, die mit Pepperoni mag ich nicht, also habe ich Thunfisch genommen. Ab und zu esse ich das auch mal ganz gerne. Bezahlt habe ich bei
Kaufland 7,42 Euro. Und dann bin ich nebenan noch schnell zu Rossmann rein. Da habe ich hier dieses Quinoa geholt mit 10% Rabattcoupon. Also sonst leider nicht im Angebot. Aber ich wollte nochmal wieder was mit Quinoa machen. Und leider war halt die Biomarke diese Woche nicht im Angebot. Ja, bezahlt habe ich für das Quinoa 2,24 Euro. Freitag habe ich gleich zwei neue Sachen ausprobiert. Einmal einen Quinoa-Kichererbsen-Salat und einmal Tofu. Ich hatte ja neulich Tofu im Angebot bei Edeka gekauft und gesagt, ich wollte mal ein paar Sachen ausprobieren. Hier habe ich jetzt den Tofu erst angebraten und dann mariniert. So ganz überzeugt bin ich noch nicht. Ich werde das auch mal andersrum noch ausprobieren. Ja, und den Salat hier werde ich auch noch etwas verfeinern, bevor es dazu ein Rezeptevideo gibt. Also noch ein wenig Geduld. Ich war am Samstag noch einmal einkaufen, weil ich eh unterwegs war. Hatte ich das so eingeplant und ich brauchte auch noch wieder Salat und Gemüse und so weiter. Und ich war bei Kaufland, da gab es zwei Wochenendangebote, die mich interessiert haben. Einmal den Eisbergsalat für nur 66 Cent. An sich esse ich Eisbergsalat gar nicht so gerne, weil der einfach nach nichts schmeckt. Und ich finde die anderen Salate, so wie Kopfsalat oder hier diese Ballensalate, diese Trikolore, die schmecken einfach ein bisschen nach etwas. Und Eisbergsalat schmeckt nach nichts. Aber ich mache ja sowieso noch immer andere Sachen dran und Dressing dazu und dann passt das. Und der Exquisite war im Angebot für nur 88 Cent und ist damit günstiger als die Frischkäsezubereitung im Eigenmarke. Die kosten nämlich 93 Cent, also 5 Cent je Becher gespart. Und dann habe ich durch Zufall gesehen, dass Babybel im Angebot ist. Der ist ja nicht ganz günstig, der kostet jetzt mit der Kaufland-Card 2,19 Euro. Ja, aber ab und zu mag ich den dann doch mal ganz gerne halt zum Salat auch noch dazu oder so. Bezahlt habe ich bei Kaufland 5,49 Euro und dann war ich noch bei Edeka. Da gab es ein paar schöne Angebote. Einmal die Gurke für 59 Cent und die Tomaten waren für 1,49 das Kilo im Angebot. Da habe ich jetzt da diese Tüte voll gemacht für 1,77 Euro. Bananen brauchte ich noch für meinen Bananenporridge zum Frühstück. Die waren nicht im Angebot. Die drei Bananen kosten jetzt 71 Cent. Und ich habe dann doch nochmal hier Kichererbsen mitgenommen. Ich wollte noch ein weiteres neues Rezept machen mit Kichererbsen. Und die andere Dose hatte ich ja jetzt schon aufgebraucht. Nochmal 59 Cent bezahlt habe ich 4,04 Euro. Quinoa-Kichererbsensalat Portion 2. Diesmal habe ich den Tofu vorher eingelegt in Sojasauce und Honig und habe ihn dann erst gebraten. Also es gibt keine Soße, sondern die Marinade ist da drin. Er ist dann allerdings nicht knusprig geworden. Er hat zwar an sich dann mehr Geschmack, also weil der Geschmack dann innen drin ist und nicht nur in der Soße. Aber ich glaube, ich bevorzuge dann doch die knusprige Variante mit Soße. Und es gibt noch einen kleinen Babybel dazu. Weil ich keinen Tofu mehr habe, gibt es Portion 3 des Quinoa-Kichererbsensalates mit Ei. Sonntagabend hatte ich keinen Appetit auf Salat und da habe ich mir ganz spontan so einen kleinen Fladen in der Pfanne gebacken. Ich habe das zum ersten Mal ausprobiert und ja, doch ist ganz, ganz nett. Ich muss das noch mal ein bisschen verfeinern und ja, ich habe da einfach Frischkäse drauf geschmiert und Tomaten oben drauf. Diese Woche habe ich 28,57 Euro ausgegeben und bin glücklich, unter 30 Euro geblieben zu sein. Die Gesellschaft für Konsumforschung, kurz GfK, sucht noch Studienteilnehmer für Haushaltseinkäufe. Ich selbst nehme seit einigen Jahren daran teil. Du scannst deine Einkäufe mit deinem Handy ein und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich packe dir den Link unten in die Videobeschreibung. Im Video oben rechts kannst du dir anschauen, wie das Ganze funktioniert. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!